Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Police Simulator. Jawohl, wir sind wieder. Unterstützung auf Streife. Ist ein Officer verfügbar? In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität. Ich kümmere mich darum. Stellen Sie sich darauf. Und voll, nehmen wir direkt auf, ne? Zack. Ich habe eine Fußstreife gewählt. Warte mal, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn der Unfall? Ach du Schreck. Warte mal, dann muss ich ja auf die Straße, dann nach links bis zur Ecke kreuzen. Ach du Scheiße, das ist ja voll weit. Das ist ja übelst weit. Warte mal, können wir hier irgendwo abkürzen? Hier durch den Park wahrscheinlich, ne? Zack, laufen wir da lang. Laufe ich jetzt richtig? Gucken wir mal ganz schnell. Sieht irgendwie nicht danach aus. Oder? Hä? Eigentlich müsste das doch hier auf der anderen Seite sein. Wie richtig? Geht es Ihnen, Officer? Entschuldigung, Officer. Können Sie mir bitte helfen? Nee, ich habe zu tun. Moment. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Ja, ich laufe richtig. Sehr schön. Okay, irgendwo hier muss der... Ah, da ist er doch schon. Zack, haben wir den Unfall auch schon gefunden. Wenn wir kein Fahrzeug haben, dann müssen wir es halt so machen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich bin am Unfallort angekommen und beginne mit der Unfallaufnahme. Ah ja, der J. Gott, hier sieht es ja aus wie im Schlachtfeld. Moment. Wer ist denn hier alles beteiligt? Man weiß es nicht. Egal, wir machen erstmal ein Foto. Zack. So, schönen guten Tag. Ich brauche hier mal eben. Ich habe hier eine verletzte Person, Rettungswagen erbeten. Topos hat direkt alle drei erwischt, ey. Läuft ja bei denen. So, schönen guten Tag. Was ist hier passiert? Fragen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Muss erst mal den Kopf freikriegen? Willst du mich verarschen? Ich hätte gerne Ihren Führerschein und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, ja, das Teil. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Wen haben wir denn hier? Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, dann, das kriege ich hin, denke ich. Moment mal. Der Versicherungsschein für die Dinge ist abgelaufen. Und was ich angezeigt. Und die Person hat gerötete Augen. Okay, alles klar. Moment, wir bestrafen erstmal den Verstoß. Und zwar, was ist das dann? Fahren? Nee, Fahrer, kein Versicherungsschutz. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Ich vermiese den jetzt noch mehr, wirst du sehen. Und zwar machen wir jetzt erstmal einen Drogentest. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Okay, gut. Können Sie okay. Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Damit bist du fällig. So, jetzt bestimme ich dich. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Und, haben wir was gefunden? Feuerzeug, menschliche Zähne, Streichholzbrüchchen, Kopfhörer. Aha. Menschliche Zähne, was stimmt bei dir nicht, mein Freund? So, dann kriegst du direkt mal die Handschellen wegen Betäubungsmittel. Und zwar, weil du Cannabismissbrauch am Steuer. Ich muss Sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Nix was. Okay, was haben wir denn? So, weg mit dir. So, wer ist denn jetzt hier noch? Ach, das gehört ja auch noch alles dazu, alter Schwede. Was ist denn hier los? Warte mal. Wo ist meine Kamera? Moment. Warte mal, kannst du das nicht fotografieren? Jetzt. Zack. Muss ja hier mal alles. Ah, ich könnte den noch wegen einer gesprungenen Windschutzscheibe bestrafen. Wenn wir schon einmal dabei sind, ne? Zack, so, jetzt kriegst du nochmal Verstoß bestrafen. Gesprungene Frontscheibe, bams. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe aus. Macht bis zu $250. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Dein Anwalt muss sich sowieso um andere Sachen kümmern, mein Freund. So, Crankenwagen ist weg. So, dann haben wir hier. Schönen guten Tag. Was denn, warum, was? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Diese Person war ganz sicher zu schnell. Aha. Na dann. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer.
So, was haben wir denn hier? Samuel Peng. Ja, das sieht gut aus. Warum kann ich das hier eigentlich direkt nebeneinander vergleichen und bei dem anderen... Ah, okay, das war ein Bug. Alles klar. Zeig mal her, Hintergrundinformationen eben. Jetzt lang wie bei dem, Samuel Peng. Ja, läuft bei dem. Hat keinen Waffenschein, ist aber auch nichts irgendwie, was jetzt hier großartig von Relevanz wäre. Wollen wir hier schon mal ein bisschen Fotoschießen machen. So, dann könnten wir eigentlich auch noch einen reindrücken für die gesprungene Windschutzscheibe. Warum nicht? Der auch und der auch. Also, ne? Gesprungene Windschutzscheibe ist hier wichtig Programm. Hi. Hi. Hey. So, Alter, die Autos, die sind aber ziemlich nervig hier, ne? Finde ich. Der Bericht ist ausreichend. Ja, finde ich noch nicht. Guck mal hier, da liegt ja auch noch was. Ich bin Mr. Super Photograph. Wo ist hier sonst noch? Ah, da ist doch noch eine Spur. Ah, der ist der Auspuff. Also, das haben wir. Halt, da unten ist noch was. Zack, so, haben wir alles. So, wollen wir hier. Ah, Moment, vielleicht noch nicht. Kann man hier die Bremsspur da noch was machen? Ja, alles in Ordnung. Okay, alles klar. So, Lady, was mit Ihnen? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass ich geblinkt habe, Officer. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Das ist das hier wieder für einen Unfall, ne? Aha, der Ausweis ist abgelaufen. Junge Frau, Ihr Ausweis ist abgelaufen. Christina Anderson. Das ist okay, aber du kriegst jetzt erstmal einen auf den Deckel. Und zwar Verstoß bestrafen. Fahren. Personalausweis. Abgelaufen. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführung seines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Pass mal auf, jetzt bin ich gerade mal warm gelaufen hier. Zack, gesprungene Frontscheibe. Ich muss Ihnen einen Strafzettel in Höhe von 250 Dollar wegen Fahrens mit defekter Windschutzscheibe ausstellen. Sie vermiesen mir den Tag. Richtig, tue ich. So. Hier, Kollege. Du kriegst auch noch einen Strafzettel wegen gesprungener Windschutzscheibe. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe. Macht bis zu 250 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Doch. Das zählt nicht als gesprungene Frontscheibe. Okay. Na dann. Dann lasse ich. Warte mal, bei der ist es doch auch so, oder was? Nicht. Bei der ist so richtig im Arsch. Na gut, wenn das bei der nicht zählt, dann lasse ich das bei der lieber mal. Was haben Sie gesehen? Ich habe geblinkt, ich bin gefahren. Ich habe nichts falsch gemacht. Behaupten Sie alle. Behaupten Sie Ausweis alle. Und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. So, wen haben wir denn hier? Paputis. Gisela. Oder Gisella. Okay, das ist soweit noch alles in Ordnung. Aha. Ja, sieht okay aus, ne? So, sollten wir mal die Hintergründe überprüfen? Nein. Ausweis abgelaufen. Ja gut, okay. Ja. Komm hier, hör mal auf zu telefonieren. Ich will jetzt erstmal hier... Ob du was Alles gesoffen klar. Hast. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ist er nicht. Das ist doch schon wieder so ein Unfall, ne? Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Aha, guck mal hier. Drogenmissbrauch. Zack. Perle. Durchsuchen. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen.
Ich will nicht wissen, was sie mit der Salatgurke vorhatte. Naja, Hai und sich ein bisschen Gemüse gönnen, ne? Warum nicht? Kann man machen. So, ich muss sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festnehmen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Doch. Das ist immer so das Beschissenste. Wenn ich gleich einen Abschlepper hole, der wird nie hier ankommen. Guck dir mal an, was hier los ist. Ist ja komplett traurig. So, Perle, was ist mit dir? Nee, das will ich nicht. Hallo, ich will mit dir reden. Jetzt. Machen wir bei dir mal in gleiche. Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,007, was hast du heute Morgen? Mundspülung genommen oder? Zack. Ich muss nur testen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ja, die alte ist sauber. Okay. So, was mit dir? In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Aber ich krieg den Fortschritt nicht auf grün, ne? Aha, er ist unter Alkoholeinfluss gefahren. Ja, vielleicht krieg ich ihn doch auf grün. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel hat. Wenn er jetzt noch was Intus hat, was wäre schlimmer? Amphetamine! Mhm. Fortschritt auf grün. Zack, Junge, du bist ja völlig dicht. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren. Der schwankt doch ziemlich, ne? Wir sind völlig am Ende, der Typ. Was haben wir denn hier noch? Ein Springmesser haben wir noch gefunden. Alter Schwede. Konnte ich den nicht? Warte mal, ich leg mir jetzt erstmal die Handschellen an. Und zwar... Alle Verstöße ahnden. Kann ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Illegaler Waffenbesitz oder Drogen? Scheiß auf das Springmesser. Wir machen... Sie sind unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren und sind daher festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Doch. Der Witz ist, jetzt habe ich ja alle hier abgefrühstückt und ich muss alle Autos abschleppen, ne? Drei, die in den Knast gehen und drei von der hier das Auto ist nicht mehr fahrbereit. So, hier hast du einen Unfallbericht, Perle. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Gerne, kein Problem. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Sie dürfen gehen, weil fahren ist ja nicht mehr. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden okay. Drum. Hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Mhm. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Dankeschön. So, was für die andere Alte? Hier. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Der ist sehr genau, ja. Und du? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, jetzt muss ich die Karre noch abschleppen. Ich habe hier lassen. Einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden bitte darum. Kooperieren. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Ja, gerne, kein Problem. Und ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Alter Schwede, ey, das ist ja hier wieder ein Knast-Hattrick. So, und jetzt müssen wir noch den seine Karre abschleppen lassen, dann haben wir es, ey. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, der darf hier parken. So, und damit sind wir mit unserem Unfall hier durch, ne? Läuft. Alter, ist hier ein Chaos, ey, what the F? Ja, voll krass. Was haben wir hier? Die Emergency-Vehicle sind wir auf der Seite. Warte mal, Thursday?
Ne, dafür parken fast. Oh, vernichtige Person flieht. Halt, stopp! Ich brauche meinen Spray. Nein, nicht im Futterbereich. Gib mir mal einen. Wo ist mein, was ist Elektroschocker? Unterstützung angefordert. Ist ein Officer jetzt nicht verfügbar? Du bleibst mal stehen. Hallo, hier, Junge. Hallo. Ich kann gerade nicht. So, mein Freund. Was ist hier los? Verstoßbestand, Personalausweis, dies, das, Handschellen. Hier ist 4562. Ich werde nach der verdächtigen Person suchen. Ihren Ausweis, bitte. Hier, bitte. Komm, wenn ich so grantig, Alter. Du bist laufen gegangen, nicht ich. Wer ist denn das? Sharif Benerje. Ich rieche Alkohol. Durchsuchen. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich hab nichts getan! Ach so wohl. Digga, ich bin euch auf die Eier. So, mein Freund. Handschellen anlegen. Wegen Flüchtlings. Ich muss Sie wegen des Versuchs, vor einem Strafverfolger zu fliehen, festnehmen. Sie sind ein lausiger Cop. Tja. Sehen wir bei der Karriere hier aber was anderes. Komm her jetzt. So, zack. Grund für den Vorwurf. Durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. So, was haben wir jetzt bei dem gefunden? Taschenmesser, Springmesser, Sprühdose, aha. Grund für Vorwurf. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar. Also, das haben wir ja schon. Nein! Verstoß bestrafen. Moment mal, kann ich ihn jetzt nicht hier. Hier ist 4562. Ich kann das übernehmen. Verstoß bestrafen. Was haben wir denn jetzt hier? Ich weiß ja gar nicht, was er gemacht hat. Das wird so eine Geschichte, ne? Egal, wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Bitte, kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Die war doch hier vorne, ne? Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? Nee, im Moment nicht. Ich bin gerade was anderes zu tun, mein Freund. Oder meine Freundin, vielmehr. So, den bringe ich jetzt erstmal darüber. Haut einfach ab, was ist mit dem los? Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Ach, die Klappe. Ich brauche zu lange. Das wird zu lange. Komm, mein Freund. Du gehst in den Bau. Ich weiß immer noch nicht, was er gemacht hat, aber ist mir auch egal. Ist ja laufen gegangen. Von daher, zack, eingebuchtet, fertig. So, Lady, wenn du mich jetzt hier nochmal anfunkst, ne? So. Bleiben Sie vorerst hier. Zack, haben wir den jetzt auch eingebuchtet. Läuft. Hat auch 45 Punkte gegeben, also wir haben nichts falsch gemacht, sehr schön. So, jetzt sitzt du hinter schwedischen Gardinen, Freund. So sieht's nämlich aus. So, und nu? Halt, stopp! Stopp, stopp! Ich brauche meine Kelle. Das ist die Winkelkelle. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Nee. Ach, Mann. Kann es eigentlich sein, Hallo. Dass der hier... Hallo, was ist das denn hier eigentlich? Strafzettel erstmal auspacken für besondere Halteflächen. Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Schreib mal den, ey. So, dann schreib mal ab. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr fahrt voll die Autos rum, die voll zu laufen. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Ach komm, echt jetzt? Ständig sind alle Einsatzwagen im Einsatz, ne? Also hier Abschleppwagen, was soll das?
Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So nicht, mein Freund. Ranfahren. Aber hey, hier. Was ist denn du für ein Johnny, ey? Fahrzeug. Zu lauter Motor, wo ist denn das? Motor. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen was? Übermäßig laut ist. Wirklich? Also ich glaube das nicht! Ey, ich hab... Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen. Ja, Officer, bitteschön. Hat der Glück, ey. Kann ich mir den Hintergrundinformation? Das angefallene Profil konnte nicht im System gefunden werden. Also das heißt, der Ausweis ist... Was? Brauchen Unterstützung. Wer ist verfügbar? Moment. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Sie ja, Punkte natürlich. Minus im Kauf. Ist mir jetzt egal. Ja gut, das könnte sein. Aber... Hier ist 4562. Ich verfolge die verdächtige Person. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ganz ehrlich, das angeforderte Profil kann nicht gefunden werden. Das heißt, der Ausweis ist gefälscht. Komm her, mein Freund. Handschellen anlegen. Richtig? Nee, Verstoß bestrafen. Nee, ich muss die Handschellen anlegen. Und zwar Hintergrund gefälschter Personalausweis. Sie sind festgenommen, da Sie einen gefälschten Personalausweis. Ne? Ich könnte kotzen, ey. Wenn man das doch nicht findet, gibt's den Ausweis doch nicht. Also muss der doch gefälscht sein. Wir haben eine Verkehrskontrolle. Dafür brauchen wir noch jemanden. Ja, jetzt nicht. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Bitte, kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Ich verhafte den jetzt trotzdem. Jetzt kriege ich so viele Minuspunkte, ey, das kann man wieder nicht wahr sein. Ey, wenn der nicht im System... Sie brauchen nicht so lange. Wir senden eine andere Einheit. Ja, danke. Wenn der nicht im System zu finden ist, dann ist der doch demnach gefälscht, oder nicht? Ganz ehrlich, das will ich nicht verstehen, ne? Ist ein Officer verfügbar? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Bleiben Sie hier. Bams, nochmal 15 Minus. Ey, scheiß drauf, ganz ehrlich. Ist mir jetzt sowas von egal. Ey, das mit den Ausweisen werde ich niemals verstehen. Ganz ehrlich, das will ich echt nicht verstehen. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Ich schaffe es wohl nicht rechtzeitig zum Ziel. Da setzt jemand anders den. Meine Schicht ist eh am Ende, deswegen. Ey, mit das was geht. Ey, und... Bruce, was machst du denn hier? Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie das mit den Ausweisen letztendlich funktioniert. Ne? Es nervt mich ohne Ende. Ich weiß auch nicht. Ich krieg da irgendwie... Ah, ich kann die Scheißschicht noch gar nicht beenden, oder was? Die muss erst ablaufen. Okay, gut zu wissen. Wusste ich auch noch nicht. Na ja, gut, dann warten wir eben noch die 5 Minuten. Macht ja echt keinen Sinn. Richtig dumm, ne? Boah, ich jetzt richtig Minuspunkte kassiert, aber wie habe ich, ey? Naja, gut, was wollen wir machen? Ist halt so, ne? Können wir nicht ändern. Können wir einfach nicht ändern. So, jetzt schrei mal hier, dass meine Schicht zu Ende ist, Perle. Machst du sonst immer vor den Hermann deswegen? Kann ich mir hier ein bisschen Geld zocken? Ne, leider nicht. Mache Schicht Ende. Naja, man kann keine Minusstunden schieben, ne? Nur Überstunden. War ja klar, logisch. Naja, ist egal. Dann mache ich jetzt trotzdem hier ein Folgenende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne Support mit einer Bewertung und einem Kommentar. Würde mich freuen. Vielen Dank dafür. Und ja, dann. Ihre Schicht ist um, Officer. Danke. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis demnächst und. Ciao, ciao. Okay, wir gucken uns mal hier schnell die...
Punkte an, die wir jetzt kriegen, ne? Komm, das machen wir noch eben. Ah, oh, ganz knapp, ne? Ah, ne, doch nicht. Fehlen doch noch ein paar mehr. Egal, holen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich. Bis demnächst und ciao, ciao.